Ich bin im Zielland meiner Pilgerreise angelangt. In Israel bleibe ich 31 Tage und laufe an 14 Tagen. Hier habe ich auch die meisten Kilometer pro Tag und komme schließlich am 12. Februar an meinem Ziel in Jerusalem an. Ich komme am Flughafen Ben Gurion an, laufe nach Tel Aviv, weiter in den Norden, nach Haifa und zum See Genezareth. Dann laufe ich entlang der Grenze am Westjordanland in südlicher Richtung nach Jerusalem und erreiche am 12. Februar nach 283 Pilgertagen das Ziel meiner Pilgerreise Jerusalem. Ich komme am Abend auf dem Flughafen Ben Gurion an und übernachte ganz in der Nähe des Flughafens. Am nächsten Tag laufe ich nach Tel Aviv und begegne unterwegs dieser Laufgruppe, die sich auf den Tel Aviv Marathon vorbereitet. Ich komme nach Jaffa. Es ist Freitagnachmittag, aber von Sabbat ist hier nichts zu spüren. Tel Aviv ist eine junge, lebendige, quirlige Stadt. Ich bin ganz begeistert. Es ist Leben auf den Straßen und Plätzen. Es wird Musik gemacht und dazu getanzt. Moderne Hochhäuser direkt am Meer. Der Hafen von Old Jaffa ist einer der ältesten am ganzen Mittelmeer. Eine Chill-Out-Area in der Rothschild Avenue. In dieser Bar trinke ich einen original arabisch zubereiteten Kaffee. Dann verlasse ich Tel Aviv nach Norden in Richtung Haifa. Unterwegs treffe ich Dan, der mir anbietet, dass ich bei ihm im Haus übernachten kann. Aber ich will noch weiterlaufen und lehne dankend ab. Es ist mir nur in Israel passiert, dass ich spontan von Leuten auf der Straße zum Übernachten zu ihnen nach Hause eingeladen wurde. Mit dem Monowalker in den Sharon Nationalpark und damit auf dem Israel National Trail. Der Weg führt dann da weiter, wo ich mit dem Monowalker unmöglich lang fahren kann. Ich muss wieder umdrehen. Und habe Glück, dass ich einen Ausgang finde, sonst hätte ich den ganzen Weg wieder zurückgemusst. Ich treffe einen Park Ranger und werde zu einem Kaffee eingeladen. Durch den Regen der letzten Tage ist der Weg total aufgeweicht. Ich bin sehr froh und dankbar, dass mir die jungen Araber hier anbieten, meinen Monowalker und mich ein Stück des Weges auf ihrem Kawasaki-Geländewagen mitzunehmen. Ich komme nach Haifa. Haifa ist die drittgrößte Stadt Israels. Es ist Freitag und ich mache mich auf den Weg nach Nazareth. Ich verlasse die Straße und laufe auf dem Israel National Trail. Die Quadfahrer wünschen mir einen guten Schabbes. Das wäre mein Weg hier. Von unten. Junge Araber auf ihren Pferden, die mir ihre Reiterkunststücke zeigen wollen. Irgendwann gibt es dann doch keine Alternative mehr. Ich muss durchs Wasser. Es dämmert bereits und der Sabbat hat begonnen, als ich nach Givat Ela, einem streng jüdischen Dorf, komme. Wie ein guter Engel steht da plötzlich der Mann mit seinem Hund und zeigt mir einen Schleichweg,
wie ich aus dem Dorf heraus weiter in Richtung Nazareth komme, denn alle Tore sind am Sabbat hier geschlossen. Kurz vor 20 Uhr komme ich an meinem Wochenendquartier, dem Fawzi Assar Inn Hotel, an. Hinter mir liegen 40 sehr heftige Kilometer. Nazareth mit der Verkündigungsbasilika ist die größte arabische Ansiedlung in Israel. Weiter führt mein Weg in Richtung See Genezareth. Wegweiser der unterschiedlichen christlichen Pilgerwege, alle mit dem gleichen Ziel, dem See Genezareth. So, jetzt bin ich schon mal ziemlich nah an der Straße, hier in dem Graben. Ich will mal schauen, ob ich da irgendwie eine Chance habe, raufzukommen unter der Leitplanke durch.